Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns im Turm der Sonne, und zwar im Keller, und sind leider in der letzten Folge noch gestorben am Ende. Deswegen müssen wir die Quest hier leider nochmal von vorne spielen. Aber wir können die Gespräche dann diesmal ja überspringen. Wir kennen es dann ja schon. In Elsewins Schatten herrscht dieser Tage viel zu viel Lärm. Arsena ist in Gefahr. Ich habe davon, senke deine Stimme. So, ich klicke das mal fix durch, ne, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. So, ist natürlich blöd, dass wir hier auch dem Eulenkönig nochmal was zu essen holen müssen, damit er aus dem Weg geht. Was macht diese Eule hier? Ja, du bist von der müde, ich weiß, und Hunger hast du auch noch. Elephe? Er schläft wieder an diesem bizarren Ort. So, Lied der Tapferkeit, einmal spielen. Wir geben hier ein bisschen Gas jetzt, damit wir an den Punkt wieder zurückkommen, wo wir gestorben sind. Alles andere kennen wir schon. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch ruhig die Folge hier vor an. Da seht ihr es. Warum ist das so laut? Der Duft kann leckere Happen. Ja, dann gehen wir aus dem Weg jetzt. Mist, wir vergeuden. Denkt daran, um Elsewins Tau zu finden, müsst ihr nach weißen Lichtern in den Ästen suchen. Ja, das kennen wir schon. Das machen wir direkt nochmal. So, wo geht's los? Hier geht's los. Wir spüren reine Magie. Schaut! Elsewins Tau sieht seltsam aus. Das hat eine andere Farbe. Violett gefärbte Magie regt sich. Halt! So, das Ganze können wir hier überspringen an der Stelle. Die Dämonen, ah ja, da steht's auch. Scheitert, wenn du stirbst. Ja, die werden leider gefressen. Da können wir nichts machen. Das soll so sein. Und hier werden wir jetzt nochmal angegriffen. So, auch das überspringen wir wieder. So, und wir verziehen uns hier so ein bisschen in die Ecke. Sind hier. Kehre nach Rotun zurück und warne die Obrigkeit. Achtet auf mögliche. Ja, erstmal müssen wir hier unsere Kameraden befreien. Wir müssen ihnen helfen. Und dann die Traumdämonen besiegen. Na gut. Aber machen wir schnell. Ja, kommt ruhig mal mit.
geht's wieder weiter mit dem Kampf. Müsste so doch irgendwie zu schaffen sein. In dem Kampf sind wir nämlich in der letzten Folge leider gestorben. Aber diesmal sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Danke für deine Hilfe. Wir kommen ab jetzt alleine klar. Du okay. musst Rotun warnen. Ja, schnell raus hier. Flieh aus dem Sternstaubwald ist unsere Aufgabe. Der Pfad ist versperrt. Suchen wir einen anderen Weg. Oha. Hier drüben. Die riesige Eule rennt auf uns zu. Und irgendwie sieht sie verärgert aus. Ja, wir killen mal fix hier die Eule. Kommen wir hier die Stoßimmunität immer relativ schnell zurück, sodass er ein bisschen betäubt ist. Alles in Ordnung? Kehren wir nach Rotun zurück. Ja. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Das sollten wir jetzt wirklich machen. Hier müssen wir uns wieder durchkämpfen. Und das war's dann auch schon, Leute. Turan, geh nach Rotun! Was ist mit euch? Los! Wir kämpfen zusammen mit Eivin. Achtung! Wir haben dafür keine Zeit. Wer weiß, was Breishasa Elsowin antut. Aber... Los! Verschwinde, bevor es zu spät ist! Ich komme zurück, Eivin, das schwöre ich! Warum hat er eben nicht so gekämpft? Da haben wir gefühlt wieder alles allein niedergemetzelt. So, sprich mit Turan im Turm der Sonne. Ja, dann müssen wir erstmal wieder auf die mittlere Ebene und dann vermutlich noch höher. Ne, hier steht er schon. Sie. Wir sind doch nicht zu spät, oder? Los, bringen wir Elsowins Tau nach oben. Wir müssen ihrer Majestät helfen. Und sie muss erfahren, dass Eivin und Elsowin in Gefahr sind. Na, hoffentlich ist das Tau jetzt nicht verdorben oder sowas. Oder vergiftet. Das wär's ja noch. Es nützt nichts. Die Wunde wird immer schlimmer. Die Dämonenmacht ist... Noch hält sie durch. Aber bei dem Tempo... Wir sind da! Hier ist Elsowins Tau.
Ja, in letzter Sekunde gerettet, würde ich sagen. Die Königin verdankt unser Leben. Es ist zu lange her. Wo ist Breshaza? Ich sehe, dass ein Kampf stattgefunden hat. Sag mir, was passiert ist. Warum habe ich geschlafen? Die Phantomlegion ist in Elsewins Schatten eingefallen. Breshaza, diese Schlange. Bisher wurde Elsewin von den uralten Elementaren beschützt, aber Breshaza hat zugeschlagen, als sie geschwächt waren. Darum hat Breshaza Ephernias Geist kontrolliert. Arwen ist zurückgeblieben. Oh nein, Arwen. Ich werde die Magier in Rohendel zusammentrommeln und mich sofort zu Elsewins Schatten begeben. Taurus, als Erbe der Arche benötige ich deine Hilfe. Übernimm die Führung und bahne uns den Weg. Ich werde nachkommen, sobald ich genug Magie wieder erlangt habe. Breshaza. So, begib dich wieder in den Keller des Turms der Sonne. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Überprüfe die Lage im Lager. Ja, wir schauen mal, was da so los ist. Okay, und jetzt sind wir hier quasi im, in der Umgebung von Elsewins Schatten. Wo wir vorhin nur einen kleinen Teil entdecken konnten, können wir jetzt hier uns frei bewegen. Hey, hier drüben! Ja, ich aktiviere erstmal den Triporter hier. Die Traumbarriere hat Elsowin noch nicht völlig überwältigt. Ich habe noch eine weitere gute Nachricht. Ich glaube, ich weiß, wo Aven ist. Einige der Verwundeten haben erzählt, dass er ihnen zur Hilfe geeilt war. Vielleicht solltest du mit ihnen reden. Sie können dir vielleicht dabei helfen, Arwen zu finden. Aven, wie auch immer. Wir werden das schon schaffen. Ich kann doch kämpfen. Ich muss mich bei Arwen bedanken. Verstehe nicht, wo etwa Arwen steckt er nur gerade? Arwen, ich kämpfte an seiner Seite. Genauer gesagt, er half mir. Ohne seine Hilfe hätten wir die Dämonen in Elsewin niemals aufhalten können. Die Traummagie hatte mich fast überwältigt, als Arwen mir einen besonderen Samen gab, der mir das Leben und meinen Verstand bewahrte. Jetzt bin ich wieder genesen. Hier, nimm dies. Das wird dir bei der Suche nach Arwen behilflich sein. Was ist das? Darin stecken Spuren von Dämonenmagie. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Diese Magie ist gereinigt. Ist Arwen dafür verantwortlich? Verstehe. Daran hat er also geforscht. Taurus, behalte du fürs Erste seinen Samen. Du bist auch auf dem Weg zu Elsewin, richtig? Triff dich mit Undard. Sie kann dich mit ihrer spirituellen Kraft erfüllen und dir so Schutz gegen Traummagie bieten. Ich warte schon. Schließe die Augen und spüre. Ich hoffe, dies hilft dir auf deinen Reisen. Ich übertrage etwas Kraft auf dich, damit dich die Traumbarriere nicht beeinträchtigt. Elsewin leidet sehr unter der bösen Magie. Die anderen Elementare sind mit den Hütern ausgezogen, um den heiligen Baum zu beschützen. Du musst ihnen dabei helfen. Bitte. Ja, dann gehen wir mal los. Interessant. Der Fluch breitet sich zu. Ich habe schon viel von dir gehört. Du kommst gerade recht. Viele wurden bereits von dieser schrecklichen Traummagie verwundet. Aber es ist noch zu früh, als dass sie für Elsewins Umarmung bereit wären. Bitte, du musst die von Träumen geplagten Elementare überwältigen, bevor sie noch mehr Chaos anrichten. Dank deiner Hilfe ziehen sich die Traumdämonen zurück. Vielen Dank. Würdest du die Masken untersuchen, die sie zurückgelassen haben? Sie sehen zwar wie gewöhnliche Masken aus, aber der Schein kann durchaus trügen. Shoot!
Ah. Rennt auch noch weg. So, das hätten wir schon mal abgeschlossen. Hier können wir vielleicht noch mal kurz die Pflanze sammeln. Ah, schaffen wir gerade so eben. Der Phantome abgeschlossen. Lass uns mal schnell hier raus aus dem Getümmel. Vielen lieben Dank. Ja, noch mal kurz flüchten. So, du hast uns Zeit gegeben, die Wächter zu versorgen. Okay, der erscheint zu fliehen, dann können wir hier mit ihm sprechen. Du hast uns Zeit gegeben, die Wächter zu versorgen. Wir danken dir aus ganzem Herzen. Was in Arkesia, war das denn für ein lautes Geräusch? Das klang, als käme es aus der Richtung, in die die Hüter gegangen sind. Oh nein, was, wenn die Traumdämonen das waren? Schnell, geh zu den Hütern, wir kommen hier schon klar. Ja, weiter geht's. Hier muss es irgendwo ein lautes Geräusch gegeben haben. Oh nein! Oh, wach auf! Hey! Halt, komm her! Und hilf uns! Ein Aussichtspunkt. Die Zielscheibe für Schießübungen. Für angehende Magier. Ein Glück, dass sich unsere Wege kreuzten. Die Lage sieht düster aus. Die Traummagie nimmt kein Ende. Sieh dir nur diesen Jungen an. Die Magie hat sich in seinen ganzen Körper ausgebreitet. Oh, armes Ding. Oh. Doch leider ist selbst die Magie der uralten Elementare nicht stark genug, um die Traummagie aus seinem Körper zu entfernen. Ich habe bereits alles versucht. Jetzt können wir nur noch bei ihm bleiben und ihm Trost spenden. Was ist passiert? Er versucht zwar, ihnen zu widerstehen, aber die Traumagie macht sich wie ein hungriger Schwarm Schlammegel an seinem Verstand zu schaffen. Schon bald wird er ihn wieder verloren haben. Wir können ihn mit Arvens Saat behandeln. Was? Diese Saat vermag so etwas zu leisten? Zeig mal her. Ja, das sollte funktionieren. Sie braucht nur noch ein wenig mehr Magie. Arwen hatte hiermit eine wahrlich großartige Idee. Nun pflanze die Saat vor alle Verein. Der Boden um den Samen herum bebt. Ich danke dir. Jetzt fühle ich mich wieder wie ich selbst. Was ist hier passiert? Als ich aufwachte, sah ich unseren Silvaner-Freund Arwen über mich gebeugt. Er hat dieses Ding in meinem Kopf beseitigt. Wir sind zusammen hergekommen. Und dann ist Arwen zurück ins Herz des Weltenbaums gegangen, um den anderen Verbündeten zu helfen. Du solltest dich lieber nicht bemühen. Er muss schon seit langem tot sein. Er hält eine Notiz in seiner Hand. Okay, Notiz besagt. Weiß ich nicht. Haben wir hier nichts bekommen? Ah, okay, wir müssen sie erstmal lesen, klar. Finde sie, ich muss sie finden. Diese verrückten Wurzelpirsche und Wurzelunholde. Sie haben die Habseligkeit meiner Freunde weggeschnappt. Das ist schrecklich. Ich muss sie zurückholen. Bringe sie, Famir. Der Boden ist übersät mit toten Traumdämonen. Hier fand ein erbitterter Kampf statt. Wir untersuchen erstmal die Beine. Die Füße sind bedeckt mit Schlamm, der nicht aus der Nähe zu stammen scheint. Das muss von einem Verlangsamungszauber stammen. Ich untersuche den Schauplatz lieber ein wenig länger. Wir untersuchen den Rumpf. Der Rumpf weist mehrere Stichwunden auf.
Er wurde auch von Magieangriffen getroffen, hat von diesen aber anscheinend keinen Schaden genommen. In der Nähe der Leiche ist eine Blutspur zu sehen. Das Blut muss von Arwen stammen. Du solltest der Spur folgen. Okay, wir sollen eh hier bleiben. Okay, hier können wir schon mal die ersten töten. Ja, das hat schon gereicht, sehr schön. Gut, dann springen wir hier mal rüber, auf zur nächsten Quest. Diese zerrissenen Kleider gehören Arwen. Juhu. Du bist hier. Ich habe gehört, du würdest herkommen. Ich wollte dich schon aufsuchen. Wir fanden Arwen, aber... Geht es Arwen gut? Flammenwächter Gerdia hat Arwen zuerst gefunden. Er sagte, er habe gespürt, dass die Magie der Phantomlegion-Kommandantin immer noch Einfluss auf Arwens Verstand nehmen wollte. Doch als Arwen schließlich gefunden wurde, hatte sich der Fluch der Phantome bereits in ihm ausgebreitet. Gerdia hat Arwen im Lager zurückgelassen und Breshaza verfolgt. Lenora kümmert sich derzeit um Arwen, du solltest dich beeilen. Ja, die Ereignisse überschlagen sich hier, Leute. Aber wir sind hier gleich im Lager angekommen und können hier den Triporter schon mal aktivieren. Tut mir leid, als wir ihn fanden, war er schon. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Schaltet gerne wieder ein, wenn das heißt Lost Ark. Lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet zur nächsten Folge. Also, bis dahin.